Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kätzchenfleischbox von Der Asiate. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Der Asiate mit Kätzchenfleisch. Es ist sein erstes Box-Release. Hier haben wir den guten Mann in weißem Tanktop und blauer Hose und in den Händen ein Kätzchen. Ich tippe mal stark auf Photoshop, also dass das Kätzchen hier rein gemacht wurde nachträglich. Der Asiate Kätzchenfleisch lesen wir hier. Dann auch noch hier so Schriftzeichen, asiatische Schriftzeichen. Und hier rundherum ein weißer Zierrahmen. Inklusive eines Verbraucherhinweises, allerdings Verbraucherhinweis humorvoll. Nicht wie sonst harte Texte. Gut, auch hier wieder die Schriftzeichen, ansonsten blau. Rechts ebenfalls, oben ebenfalls. Und links lesen wir nochmal Der Asiate Kätzchenfleisch inklusive der Schriftzeichen. Und auf der Rückseite haben wir das Kätzchen in der Reisschale, in der Suppenschale inklusive Essstäbchen. Und dann haben wir hier noch den Inhalt aufgelistet. Doppel-CD, Doppelposter, Autogrammkarte, Gymbag, Gummiarmband und T-Shirt in der Größe L. Die Credits und ein Barcode. Okay, wir haben es hier zu tun mit einer Klappbox. So geht das Ganze auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Gymbag, bzw. den Turnbeutel, das T-Shirt, das Armband, das Album, die unterschriebene Autogrammkarte und ein Poster. So sieht die Box von innen aus, glatt in weiß. Machen die Box mal wieder zu und dann kommen wir auch schon zum ersten Inhalt. Also, so sieht das Album aus, Cover 1:1, wie auch auf dem Boxcover zu sehen. Der Asiate Kätzchenfleisch inklusive des Verbraucherhinweises. Und hier ist nichts zu lesen. Auf der Rückseite haben wir die zwei CDs aufgelistet. Jede Menge Tracks und jede Menge Features. Wir haben Features, ist leider echt schwer zu lesen, weil es ist so ja, dunkleres Blau oder Grau auf Blau zu lesen. Und zwar lesen wir hier Features von B-Tight. Muss ich ehrlich sagen, das dürfte Lumara sein. Rhyme and Simon, nochmals Lumara, Gary Washington, IT, Steezy, Kitty Cat, Lumara, Pacino, Separate, Gio und der Asiate, ja klar, Green, Rex, Gio, Scotch, Dirty Maulwurf, nochmals Green. Okay, also jede Menge Features und leider, wie gesagt, echt mühsam zu lesen. Meine Favoriten des Albums sind der Track Wenn du meinst, das ist dieser hier, Track Nummer 12 mit Lumara, und der Track All Stars, das ist Nummer 14. CD2 gibt es dann auch noch Tracks und wir lesen hier auch noch zusätzlich inklusive aller Instrumentals von CD1. Gut, so sieht das noch von der Seite aus, der Asiate Kätzchenfleisch. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. So, wie immer fangen wir an mit dem Booklet. So sieht das Booklet aus, also Cover kennen wir. Dann haben wir hier Have a Rice Day, die Tracklist, also die Infos, wer woran beteiligt war. Dann haben wir hier noch die weiteren Credits, jede Menge Credits und hier wieder die Katze. Kann man natürlich auch als Wendy-Cover verwenden. Ich werde jetzt mal das hier drin lassen. So, die CD sieht aus, ja, wie eine große Portion Reis, also hier alles Reiskörner. Der Asiate Kätzchenfleisch, so sieht das aus. Dahinter haben wir noch CD2. Das ist die Bonus-CD, auf dieser eben die weiteren Tracks inklusive der Instrumentals.
Dann haben wir eine Autogrammkarte. So sieht das Ganze aus. Der Asiate Kätzchenfleisch. Und hier mit schwarzem Marker unterschrieben der Asiate mit einem Herzen. Auf der Rückseite, ja, natürlich jetzt fragwürdig, steht, dass das Album ab sofort im Handel ist. Ich meine, die zwei Auftritte hier über Facebook und YouTube machen Sinn. Allerdings, wenn man diese Autogrammkarte vorfindet, dann ist man ja bereits Besitzer dieser Box. Also warum man hier jetzt nochmal schreibt, dass das Album Kätzchenfleisch ab sofort im Handel ist, ist für mich irgendwie ja nicht ganz schlüssig. Gut, aber von vorne auf jeden Fall schöne Autogrammkarte und original unterschrieben. Dann haben wir einmal das Armband. So, ah nein, war ich richtig? So sieht das Ganze aus. Also, Have a Rice Day lesen wir hier. Der Asiate. Innen komplett weiß das Ganze. Und eben hier mit dieser blauen Schrift versehen. Der Asiate. Have a Rice Day. Sind so typische Silikonarmbänder. Ihr kennt das. Ich glaube, im Sport wurden die damals sehr gehypt. Mittlerweile sieht man sie kaum noch. Dann haben wir ein Poster. Dieses doppelseitig. Mal kurz Platz. Also, auf der einen Seite haben wir der Asiate Kätzchenfleisch, das bekannte Motiv. Allerdings jetzt hier in so einem Zierrahmen, in einem kreisförmigen Zierrahmen, erinnert sehr, sehr entfernt an Versace, wenn ihr mich fragt. Also rein dieses Zierelement. Aber ja. Und dann haben wir auf der Rückseite nochmal den Asiaten mit Cap und oben rechts lesen wir nochmal der Asiate. Welche Seite ihr bevorzugt, ist natürlich euch überlassen. Ich glaube ganz ehrlich, ich würde mich für diese entscheiden. Beide im Hochformat. Dann haben wir den Turnbeutel. Beziehungsweise, wie es genannt wurde, Gym Bag. Have a Rice Day. Der Asiate, Innenseite, also die Seite, die am Rücken dann anliegt, glatt weiß. Und wie das so üblich ist, wir haben oben die Schnüre, um das Ganze zuzumachen. Und unten jeweils diese Ösen, wo die Träger, die Schnüre festgemacht sind. Hier nochmal extra verstärkt vernäht und dann auch noch hier die Öse aus Metall, damit das Ganze dann nicht mit der Zeit durchgescheuert wird. Sehr gut. Ja, macht einen halbwegs vernünftigen Eindruck. Jetzt schauen wir noch mal kurz, ob wir darin einen Zettel finden. Ja, das schaut gut aus. Was lesen wir hier? 100% Polyester Kambodscha. Made in Kambodscha, okay. Grüße gehen raus. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus, klassisch in weiß gehalten. Und dann haben wir hier den Aufdruck der Asiate Kätzchenfleisch. Auch hier wieder die Symbole, die asiatischen Zeichen. Und eine Katze, die in der Suppe bzw. in dem Reistopf, in der Reisschüssel sitzt. Kennen wir bereits. Backprint haben wir keinen. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle, made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Und dann haben wir auch hier wieder die Waschhinweise. Gut, schauen wir uns natürlich noch an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das T-Shirt dann getragen aus. Also glatt weiß. Und hier auf der Brust in dunkelblau der Aufdruck der Asiate Kätzchenfleisch inklusive der Schriftzeichen und der Katze hier in dieser Reisschüssel. Ja, ziemlich basic gehalten, so in weiß und dunkelblau. Ich muss ehrlich sagen, ist jetzt nicht ganz so mein Stil, also das T-Shirt würde ich zum Beispiel eher nicht anziehen. Aber ist natürlich wie immer Geschmackssache. Zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L.
Dann der Tourenbeutel, ebenfalls in weiß. Das Poster, doppelseitig bedruckt im Hochformat. Dieses Silikonarmband. Die unterschriebene Autogrammkarte. Und das Album Kätzchenfleisch, die Doppel-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box Kätzchenfleisch von Der Asiate. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Der Asiate unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.